Wir setzen fort mit Tagesordnungspunkt 16. Hier ist Einreicher interfraktionell, deswegen die Frage, wer ihn einbringen möchte. Herr Musculus, bitteschön. Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, einige Kolleginnen und Kollegen brauchen offensichtlich jetzt eine Erholungspause. Gut, aber ich werde Sie nicht verschonen. Wir widmen uns einem wichtigen Thema, nämlich der gesundheitlichen Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu. Dazu liegt Ihnen ein ganz konkreter Antrag vor. Es ist im Grunde genommen beschämend, dass wir in Deutschland auf den verschiedensten Ebenen im Bund, in den Bundesländern, in den Kommunen, in den Kreistagen darüber diskutieren, ob Menschen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Deutschland weilen, eine Krankenversichertenkarte bekommen sollen oder auch nicht. Darüber wird seit mehreren Jahren diskutiert. Es sind zwei Bundesländer, gut, Stadtstaaten, die dazu eine Regelung getroffen haben. Sie haben es, die anderen Bundesländer, der Bund, und auch verschiedene Landkreise und Kommunen, so wie wir hier im Stadtrat von Dresden, diskutieren weiterhin darüber. Rechtlich ist es überhaupt gar kein Problem, dass die Landkreise und kreisfreien Städte so handeln können. Sie können Verträge mit Krankenkassen abschließen und diese Kasse und die Karte einfach ausgeben. Das können sie machen. Es ist im Grunde genommen eine Verwaltungsvereinfachung. Es entstehen in der Regel auch keine zusätzlichen Kosten, außer geringfügige Verwaltungskosten, die mit der Ausgabe verbunden sind. Es werden, der Leistungsumfang der gesundheitlichen Leistungen wird nicht erweitert. Es bleibt dabei, was in § 4 und in § 6 Asylbewerberleistungsgesetz zur gesundheitlichen Versorgung ausgesagt wird. Soweit, so gut. Ich bleibe dabei. Es ist ein politisches Drama, dass wir seit vielen Jahren in Deutschland darüber diskutieren. Denn das eigentliche Problem ist ein völlig anderes Problem bei der gesundheitlichen Versorgung. Ich möchte an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Juli 2012 erinnern, ausgehend von der Feststellung, die im Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren, hat das Bundesverfassungsgericht 2012 festgestellt. Was folgt daraus? Ob eine solche Ungleichbehandlung auch beim Zugang zu den Gesundheitsleistungen verfassungsrechtlich zulässig ist, beziehungsweise inwieweit die oben genannte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes auch auf gesundheitliche Probleme anzuwenden ist, ist durch ein Gericht noch nicht entschieden. Hier haben wir das zweite Dilemma politischer Art. Wieso muss in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob das Grundgesetz tatsächlich in Deutschland für alle Menschen gilt oder auch nicht? Warum kann das nicht die Politik leisten? Die Politik könnte es leisten. Auch darüber gibt es seit Jahren ellenlange Diskussionen im Bundestag, in den Bundesländern und so weiter. Ich möchte aber zur Begründung nochmal unserer Auffassung als linke Fraktion zur Gleichbehandlung folgendes unterstützende Argument bringen. Die Bundesärztekammer hat eine Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin. Und diese kam im Jahr 2013 in einer ausführlichen Stellungnahme, nachzulesen im Ärzteblatt unter anderem, zu folgender Feststellung: Wegen der existenziellen Bedeutung von Krankheit sind noch strengere Maßstäbe als bei den Sozialleistungen bei der gesundheitlichen Versorgung anzuwenden. Es sind noch strengere Maßstäbe anzuwenden. Und im Jahre 2014 hat die Bundesärztekammer einen Beschluss gefasst, und der weitestgehende Beschluss, der dort zum Thema gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden gefasst wurde, besteht darin, das ist der Beschluss übrigens römisch 12-66, in der Aufforderung an die Bundesgesetzgeber, den Personen, die dem Asylbewerberleistungsgesetz unterworfen sind, die gleichen Rechte bei der Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen wie regulär Krankenversicherte. Das ist also keine linke Veranstaltung, diese Bundesärztekammer, sondern eine Standesorganisation, die ihre Kammer dort eingerichtet hat und eine Empfehlung ausgesprochen hat zur Gleichbehandlung.
lassen Sie uns heute hier über einen kleinen, winzigen Schritt positiv entscheiden, ob Asylbewerber eine Krankenversichertenkarte bekommen haben. Wie schon gesagt, es ist eine Verwaltungsvereinfachung und das große Ziel Gleichbehandlung ist damit auf keinen Fall erreicht worden. Dennoch ist es ein wichtiger Schritt und ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger und Besucher. Was Asylbewerber brauchen, ist keine Krankenkasseversicherungskarte, sondern ein zügiges Verfahren, welches ihren Status, Asylschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder Ausreisepflicht klärt. Sie begründen das Pilotprojekt damit, dass im Krankheitsfall schnell und unbürokratisch medizinische Hilfe geleistet werden kann. Das ist auch jetzt schon der Fall. Asylbewerber erhalten alle nötige medizinische Versorgung in unserem Land. Dass die Asylbewerber vor jedem Arztbesuch jedoch das zuständige Sozialamt kontaktieren und einen Behandlungsschein beantragen müssen, halten Sie wahrscheinlich für eine himmelschreiende Diskriminierung. Zitat: Diese Praxis bedeutet umfangreiche bürokratische Hürden und verzögert und erschwert die medizinische Versorgung, heißt es in der Begründung weiter. In anderen Fällen hat die Gestaltungsmehrheit natürlich keine Probleme mit bürokratischen Hürden wie Bettensteuer oder Verzögerung im Falle Marina Garten. Nun aber wollen Sie einfach den über 2300 Asylbewerbern in Dresden ein Plastikkärtchen in die Hand drücken und diese zumeist jungen Männer zum Arzt schicken. Mit Ihrem Antrag etablieren und implementieren Sie mal wieder die Vollkasko-Mentalität. Was mich persönlich noch interessieren würde, sollen... Wollen Sie weiterreden? Wollen Sie weiterreden? Ja, gut. Dankeschön. Was mich persönlich interessieren würde, sollen auch die über 600 bereits abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylbewerber noch eine Krankenkassenversicherungskarte erhalten? Und wird diese automatisch gesperrt, wenn der Antrag eines Asylbewerbers abgelehnt wurde? Wenn Sie von der rot-rot-grünen Mehrheit wirklich etwas Positives für Dresden bewirken wollen, würden Sie sich dafür einsetzen, dass geltendes Recht umgesetzt und die Landeshauptstadt entlastet wird? Ihre Frau Dr. Stange meint, Dresden vertrage noch mehr, wesentlich mehr Asylbewerber. Stadtrat Engemeier fordert sogar 1 Million Flüchtlinge für Sachsen. Das sind 131.000 zusätzliche Flüchtlinge nach dem aktuellen Schlüssel für Dresden. Wären wir hier bei Dieter Nuhr oder in der Anstalt, könnte ich über solche Aussagen zumindest schmunzeln. Dass Sie aber als politischer Entscheidungsträger dieser Stadt diese Aussagen bitte ernst meinen, macht mich fassungslos. Sie spielen mit der Zukunft Dresdens, ohne im Geringsten die Folgen zu bedenken. Sie provozieren soziale Unruhen in der Zukunft, wenn es so weitergeht. Schon jetzt erlebt die Inanspruchnahme des Gemeindedolmetscherdienstes enorme Steigerungsraten. Über die Hälfte der angeforderten Leistungen entstehen bei Sprach- und Verständigungsproblemen während Arztbesuchen. Wie die Leistungen bei steigenden Asylbewerberzahlen aufrechterhalten werden können, steht in den Sternen. Die Untersuchung durch Amtsärzte und durch bessere Koordinierung von Dolmetschertätigkeiten wären für die Flüchtlinge und ihre medizinische Betreuung die bessere Lösung. Sie hingegen erreichen mit den Krankenkassenversicherungskarten das völlige Gegenteil. Eine umständliche, nicht zielführende und neue Probleme schaffende Regelung. Sie dezentralisieren die medizinische Versorgung der Asylbewerber, bis niemand mehr einen Überblick besitzt. Wer soll eigentlich für die Kosten aufkommen? Durch die Krankenkassenversicherungskarte darf keine Mehrbelastung der Krankenkassen und der Beitragszahler erfolgen. Auf dieser Stelle muss der Bund oder das Land Sachsen die Mehrkosten der Finanzierung übernehmen. Handeln Sie zum Wohle der Stadt und ziehen Sie den sinnlosen Antrag zurück. Dankeschön. FDP das Wort gewünscht? Nein. CDU-Fraktion, Frau Walter. Ja, ich kann mir das ganz einfach machen. Wir lehnen diesen Antrag ab, schlichtweg, weil wir nicht zuständig dafür sind. Ich möchte Ihnen zwei Sätze vorlesen.
Der erste, die Bundesregierung prüft derzeit gemeinsam mit den Ländern, wie im Rahmen einer Versorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen aufgrund einer Vereinbarung nach § 264 Absatz 1 des 5. Buches Sozialgesetzbuch die schon jetzt mögliche und zum Teil praktizierte Einführung einer Gesundheitskarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber durch mögliche gesetzliche Regelung erleichtert werden kann. Und ich möchte Ihnen einen zweiten Satz vorlesen. Zugleich hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Zuständigkeit der Länder liegt und diese somit auch zuständig sind für Fragen, die die Verfahrensgestaltung und die Verwaltungspraxis der Länder betreffen. Diese beiden Sätze finden sich in einer Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion Die Linke und ist datiert vom 27.04.2015. Und wir möchten diesen Verfahrensweg auch einhalten. Sie haben immer wieder zitiert, auch in den Ausschüssen, dass Bremen und Hamburg als Städte das eingeführt haben. Es sind Stadtstaaten und als solche haben sie auch die Möglichkeit dazu. Und insofern ist dieser Antrag abzulehnen. Jetzt für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich will zugestehen, ich habe noch immer Westkontakte und die waren in den letzten Monaten insbesondere immer montags nicht besonders erfreulich, weil irgendjemand rief mich immer an und fragte, was ist hier in Dresden los? Am 23. Februar klingelte bei mir auch das Telefon. Ein Kollege aus Dortmund war dran und dachte, ach, der will mir wieder das Gleiche erzählen. Was ist mit Pegida los? Er sagt was ganz anderes. Er hatte nämlich in der Online-Ausgabe der Sächsischen Zeitung vom 20.02. von diesem Antrag gelesen und interessierte sich dafür. Und ich war plötzlich ein bisschen stolz darauf, dass wir von Dresden sogar für andere wahrnehmbar einen Antrag auf den Weg bringen, der richtungsweisend ist. Und auch diesen politischen Aspekt würde ich Ihnen empfehlen, mit zu bedenken, nämlich 3 Monate später, heute, wird dieser Stadtrat diesen Antrag beschließen und damit vor allen Dingen ein sehr positives Signal für eine unbürokratische, auf den Menschen gerichtete Lösung in der Politik mit Asylbewerbern hier auf den Weg bringen. Und das ist gut so. Das schließt nicht aus. Das stimmt natürlich auch. Auch wir setzen uns ein für eine bundeseinheitliche Regelung. Natürlich. Aber diese Ankündigung, die der Bund gemacht hat, hatte ursprünglich das Ziel, bereits im letzten Jahr zu einer Regelung zu kommen. Dann hieß es im Dezember, bis zur Sommerpause könne man es erledigt haben. Nichts ist in Sicht. Und ich glaube, da es fraglos so ist, dass die Kommunen auch selbstständig in dieser Frage handeln können, sollten wir uns den Empfehlungen auch der kommunalen Spitzenverbände, die es auch begrüßt haben, neben den Ärztekammern, uns dieses Themas hier stellen und auch eine Dresdner Lösung auf den Weg bringen. Weil wir auch wissen, in der Tat, die meisten der Bundesländer wollen eine solche Krankenversicherungskarte. Aus Sachsen hört man nicht unbedingt diese Signale. Und ich muss dann einfach mal 3 Sätze verlieren zu dem Blödsinn, die der Oberbürgermeisterkandidat der AfD hier gerade verzapft hat. Ja. Auch diese Krankenversicherungskarte weitet die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes um keinen Deut aus. Also es geht nicht darum, dass hier Menschen mehr gesundheitlichen Anspruch haben. Das mag ich sogar noch bedauern, aber es ist faktisch eben nicht so. Es führt nur dazu, und das haben zum Beispiel auch die Ersparnisse in den beiden, sage ich jetzt mal, Musterbeispielen Bremen und Hamburg gezeigt, dass zum Beispiel die Notaufnahmen, wo dann Asylbewerber sehr häufig, weil es viel zu lange dauert, dass eine gesundheitliche Versorgung eintritt, dann am Ende landen, dass das drastisch zurückgegangen ist und dadurch auch Ersparnisse generiert werden konnten. Also von daher ist dieser Antrag auch wirtschaftlich sinnvoll, denn das hat der Beauftragte des Senates in Hamburg jetzt gerade wieder festgestellt. Dort hat man 2012 diese Gesundheitskarte eingeführt. 14 Mitarbeiter der
Sozialverwaltung, die ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt waren, konnten jetzt für sinnvollere Dinge eingesetzt werden. Weil es ja nicht nur so ist, dass Asylbewerber zum Amt müssen und eine Genehmigung sozusagen zum Arztbesuch kriegen müssen. Das Amt muss ja auch zum Beispiel die Verträge mit Leistungsgebern, mit Ärzten machen. Sie müssen am Ende Abrechnungen überprüfen. Alles Dinge, für die eigentlich Sozialämter nicht ausgelegt sind. Und aus dem Grunde, das dann an die AOK zu übermitteln, hat dann dazu geführt, dass unterm Strich sowohl in Hamburg als auch in Bremen, die ja bereits seit 2005 diese Gesundheitskarte eingeführt haben, Einsparungen in Millionenhöhe möglich sind. Also wenn Sie jetzt einem Dresdner Weg die Zustimmung verweigern wollen, dann müssen Sie auch ganz klar sagen, dass Sie einer Einsparung für den Stadthaushalt die Zustimmung verweigern. Von daher ist diese Karte nicht nur unter sozialpolitischen Gesichtspunkten wichtig und als Signal wichtig, sondern sie ist auch vernünftig, wenn wir die Herausforderungen, die wir hier haben werden, mit einer durchaus wachsenden Zahl von Asylbewerbern auch seitens der Verwaltung managen wollen, müssen wir auch die Verwaltung entlasten und müssen wenigstens mit diesem Blödsinn aufhören, dass man wegen jeder Kleinigkeit zum Sozialamt rennen muss, um sich dort praktisch eine Genehmigung zu holen. Lassen Sie uns versuchen, gemeinsam einen solchen Schritt zu machen. Lassen Sie uns versuchen, einen Modellversuch für Dresden zu starten, der ein gutes Signal wäre, auch für die ganze Bundesrepublik. Vielen Dank. SPD-Fraktion, Herr Drews. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ich freue mich, dass wir heute das Integrationskonzept trotz dieser ausführlichen Debatte beschlossen haben. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt zugleich rangehen, die erste Maßnahme, die im Integrationskonzept steht, auch hier anzugehen und sie auf einen guten Weg zu bringen. Denn für mich gehört auch der barrierefreie Zugang zur Gesundheitsversorgung, zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und auch zur Integration von Asylsuchenden. Und dass diese Einführung dieser Karte eine echte Erleichterung für die Betroffenen ist, sollte eigentlich auf der Hand liegen. Man muss sich ja nochmal vorstellen, dass die Asylsuchenden aktuell, wenn sie zum Arzt gehen müssen, weil sie krank sind, ins Sozialamt gehen müssen, um sich einen Schein zu holen. Wenn sie dann vom Allgemeinmediziner wiederkommen mit einer Überweisung an einen Facharzt, müssen sie erst nochmal wieder ins Sozialamt, um sich einen neuen Schein zu holen für den Facharzt. Und das alles in einem Zustand, in dem man krank ist. Ich glaube, das will man sich nicht vorstellen, dass man das selber muss. Und ich finde, wir sollten das auch Asylsuchenden nicht zumuten, diese Situation. Es ist schon von meinen Kollegen Muskelus und Schmählich völlig richtig gesagt worden. Es ist neben der Erleichterung für die Betroffenen auch eine Erleichterung für die Verwaltung. Dort können Ressourcen eingespart werden, die im Moment dafür verwandt werden, diese Krankenscheine auszureichen, und können anderweitig eingesetzt werden. Es ist, wie die Beispiele aus Bremen und Hamburg belegen, auch eine finanzielle Erleichterung für die Verwaltung und für die Stadt. Und deswegen insgesamt finde ich ein sinnvolles Anliegen. Klar muss man sagen, auch entgegen dem, was Herr Vogel gesagt hat, diese Einführung dieser Karte wird nichts an dem Leistungskatalog ändern, den die Gesundheitsversorgung für Asylsuchende umfasst. Das ist im Asylbewerberleistungsgesetz auf Bundesebene geregelt. Das würde ich gern ändern, das kann ich hier aber leider nicht ändern. Und deswegen müssen wir erstmal mit der Situation leben, wie sie jetzt ist. Was allerdings keine Bundessache ist, und da muss ich an Frau Walter anknüpfen, ist die Frage, ob wir diese Karte einführen können oder nicht. Und Sie haben völlig recht, natürlich ist das Landessache. Deswegen konnten das Hamburg und Bremen auch so einfach machen. Und deswegen kann das Rostock jetzt machen, weil die Landesregierung dort grünes Licht dafür gegeben hat. Aber dann schauen wir uns doch die Situation in Sachsen mal an. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass in den Koalitionsverhandlungen der neuen Landesregierung darüber gesprochen worden ist. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass es Ihre Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag sind und allen voran der zuständige Staatsminister des Inneren, Markus Ulbich, der verhindert, dass wir hier in Dresden diese Karte einführen können. Und an dieser Stelle würde ich Sie dann doch bitten, hier nicht diesen Antrag aufgrund von Nichtzuständigkeit abzulehnen und sich dann zurückzulehnen, sondern gehen Sie mal zu Ihren Kolleginnen und Kollegen im Land und sorgen Sie dafür, dass wir diese sinnvolle Sache umsetzen können, auch hier in Dresden. Soweit die Fraktionsrunde. Jetzt für die Fraktionslosen Herr Bauer und dann Herr Naumann.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, wir hatten ja bereits im vergangenen Jahr einen ähnlichen Antrag von den Linken hier vorliegen. Die Überschrift, ich habe mir das Ganze noch mal rausgesucht, die war fast identisch, nur dass damals noch die Rede war von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Das ist jetzt geändert worden, es wurde die Form des Binnen-I eingeführt, vermutlich ein Zugeständnis an die radikalen Genderbefürworter auf der linken Seite. Sie haben ja hier einige Radikalinskis in Ihren Reihen, wie wir gerade eben erleben durften, allen voran der Herr Schmählich mit seinen westdeutschen Kumpels, vor denen er hier gerne den dicken Max machen möchte. Aber sei es drum, während Sie im... Wie bitte? Das wusste ich noch gar nicht, sehr guter Hinweis. Im letzten Antrag, da die Linkspartei im vergangenen Jahr noch ganz höflich angefragt, ob denn die Oberbürgermeisterin nicht mal prüfen könne, Krankenversichertenkarten an Asylbewerber zu vergeben. Im Vergleich dazu ist der Ton des jetzigen Antrages deutlich rauer geworden. Diesmal soll die Stadtspitze gleich beauftragt werden, ein Pilotprojekt zu initiieren, für das sich unverzüglich mit den Krankenkassen in Verbindung zu setzen ist. Das zeugt natürlich vom neuen Selbstbewusstsein der linken Stadtratsmehrheit und passt auch so ins Bild der linken Racheengel, die sich nun für alle Niederlagen der letzten Legislaturperioden rächen, koste es, was es wolle. Als der Stadtrat im vergangenen Jahr, im Mai 2014, erstmals über das Vorhaben abgestimmt hat, waren es unsere beiden Stimmen, die Stimmen der NPD, die diesen Unsinn gerade noch verhindern konnten. Daran konnte auch seinerzeit die Wahlwiederholung von Herrn Scholbach nichts verändern. Es blieb bei diesen 33 Ja und 34 Nein-Stimmen. Es war eine ganz knappe Abstimmung und ist damals zu Ihren Ungunsten ausgegangen. Diese Niederlage scheint immer noch sehr tief zu sitzen und so wird jetzt eben ganz demokratisch so lange abgestimmt, bis das Ergebnis passt. Die neue Mehrheit macht es möglich. Ein Hoch auf unsere Demokratie. Was sich aber im Gegensatz zu den Mehrheiten nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass der Antrag nach wie vor inhaltlich nicht vertretbar ist und zudem noch von den Krankenkassen, das wurde heute überhaupt noch nicht erwähnt, aus nachvollziehbaren Gründen stehen die dem Ganzen extrem ablehnend gegenüber. Zum Glück ist es denen schlichtweg egal, dass ein grüner Stadtrat in Person von Herrn Schmählich damit hier in Dresden ein Zeichen setzen möchte und seine Freunde im Westen beeindrucken möchte und dann die Dresdner hier als durchgeknallte Pegidisten bezeichnet, laut Morgenpost. Sie möchten hier ein Zeichen machen. Wir haben aber gerade erlebt, dass Sie einfach nur Scharfmacher sind, die völlig andere Interessen haben, als die, die Sie hier eigentlich vertreten sollten. Denn Sie sitzen hier, um die Interessen der Dresdner Bürger zu vertreten und nicht irgendwelche Migranten, wie Sie es nennen, oder Ausländer oder Asylanten oder was auch immer. Ich denke, das gehört sich nicht. Und es ist unabhängig davon, schon deshalb abwegig, den Asylbewerbern ihre Krankenkassen in die Hand zu drücken, weil diese keinerlei Beiträge bezahlen. Man kann sie also mit den normalen Krankenkassenmitgliedern überhaupt nicht gleichstellen. Das wäre hochgradig unsolidarisch gegenüber denjenigen, die jahrelang und jahrzehntelang tatsächlich einzahlen. In Bremen, wo es dieses Modell bereits gibt, es wurde halt mehrmals erwähnt, dieses Beispiel, da bekommen die Asylbewerber von der AOK eine Krankenversichertenkarte, sind jedoch logischerweise nicht Mitglied der AOK. Die Kosten werden von den Krankenkassen bei den Trägern abgerechnet, also dem Land und somit dem Bremer Steuerzahler. Da landet es nämlich dann immer wieder, es bezahlt immer wieder derselbe, nämlich der deutsche Steuerzahler. Und das ist nicht hinnehmbar, das ist schlicht und ergreifend ungerecht. Und ich sehe es ganz genauso, dass Flüchtlingen durchaus zuzumuten ist, dass sie einen entsprechenden Antrag stellen, wenn ärztliche Hilfe benötigt wird. Es gibt immerhin genügend Sozialarbeiter und Helfershelfer bei den Asyllobbyvereinen, die dabei gerne Hilfestellung geben, können das auch bestimmt gerne tun. Dafür werden sie bezahlt. Es gibt aus unserer Sicht kein vernünftiges Argument, das für diesen Antrag spricht. Die Motivation ist rein ideologischer Natur. Wir lehnen diesen Antrag daher ab. Vielen Dank. Als nächster Herr Naumann. Ich habe mich noch mal zu Wort gemeldet, um das mal aus eigenem Erleben zu untersetzen, weil sehr viel Unsinn erzählt worden ist. Ich möchte Sie aber ganz am Anfang noch mal wenigstens auf dieser Seite daran erinnern, dass wir vor so knapp 10 Jahren schon mal die gleiche Diskussion gehabt haben bei der Paketversorgung. Vielleicht erinnern Sie sich. Auch das war Landessache bis dahin. Und auch da führte kein Weg rein und es waren genau die gleichen Argumente, die Sie erzählt haben. Das können wir als Kommune nicht durchführen. Heute
redet kein Mensch mehr drüber. Die Verwaltung ist froh, es hat mich massiv entlastet, und zwar finanziell, und Sie sind es auch. Und alle Asylbewerber kriegen Geld und können sich das Essen kaufen, und das ist der normale Zustand. Jetzt haben wir die gleiche Situation wieder, es geht um die Krankenkasse. Sie bringen wieder genau dasselbe Argument, da hat sich auch nichts geändert, und wir werden sie durchsetzen, und in einem halben Jahr reden auch Sie nicht mehr drüber. Es ist ganz normale Sache. Es ist einfach nur der Widerstand, weil das nun von hier eingeführt worden oder hier vorgeschlagen ist, müssen Sie dagegen sein. Das ist das, was Herr Dornhauser vorhin sagte, mit Umgang, das ist sozusagen der gegenseitige Prozess. Auch wir haben einen demokratischen Vorschlag gemacht, und Sie könnten darauf eingehen. Die letzten 15 Jahre war es immer genau umgedreht gewesen als jetzt, und jetzt machen wir das mal, und Sie können die Sache nicht verkraften, das ist so. Aber ich will Ihnen jetzt, hat ja gesagt, ich rede mal aus der Praxis, aus dem eigenen Erleben, wie sich das also abspielt, damit Sie das mal wissen. Es sind im Sozialamt sind zwei Personen damit beschäftigt, die Krankenscheine auszugeben, und zwar nach bestimmten Öffnungszeiten. Also nicht, also ich muss krank werden, wenn ich jetzt bestimmte Öffnungszeiten einhalten will, damit ich die Scheine kriege. Und dann schreiben die Sozialarbeiter an das Sozialamt, welchen Arzt sie aufsuchen will, wer krank ist. Gibt, wieso ist das Stuss? Woher wissen Sie das? Als Oberbürgermeisterkandidat sollten Sie sich ganz tief damit beschäftigen. Sie müssen. Ach so, es klang irgendwie. Dann entschuldigen Sie, ja. Ja, dann komme ich zurück zu meinem Satz. Das ist aber, wenn hier immer gequatscht wird dazwischen, kriegt man eben doch so. Beruhigen Sie sich, erzähle jetzt weiter. Gut. Also, es wird also angegeben, schriftlich, eine Leiste, also oben eine Leiste, wer krank ist, wann er zum Arzt will, wie er heißt, dann gibt er an den Arzt. Wie viele Stunden, muss auch den Dolmetscher angeben, wenn das notwendig ist. Dann schickt man das ans Sozialamt, dann kriegen wir dort die Genehmigung, dann fahren wir zum Sozialamt, holen den Krankenschein, dann suchen wir einen Arzt auf, gehen also mit dem Asylbewerber zum Arzt, dann sagt der Arzt, ja, die Krankheit muss überwiesen werden zum Spezialarzt, dann gehen wir zum Sozialamt, holen einen Krankenschein, dann gehen wir zum Spezialarzt, der Spezialarzt, also ein Spezialist, behandelt die ganze Sache, stellt fest, da müssen wir eine längere Therapie haben, die dauert länger als 3 Monate, die 3 Monate sind rum, dann gehen wir wieder zum Sozialamt, holen eine Verlängerung, und so geht das andauernd hin. Damit beschäftigen Sie das Sozialamt, Mitarbeiter, Sozialarbeiter, die werden alle vom Steuerzahler bezahlt, wie Sie da hinten richtig sagen. Da haben sie auch nichts dagegen. Dort ist es also wahrscheinlich angebracht. Und das könnte man vereinfachen mit einer Karte, die genauso teuer ist wie die ganzen Leistungen vom Sozialamt. Das wollen sie nicht. Und ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass nach 15 Monaten, wer 15 Monate als Überwerber hier in Dresden oder hier bei uns ist, eine Krankenkarte von der Krankenkasse kriegt, ganz problemlos. Die wird also bei uns zugestellt, gibt es ein Lichtbild, und dann läuft das ganz normal wie immer. Warum soll das mit der Krankenkasse nicht gehen? Weil sie es nicht wollen. Und ich sehe keinen klaren Grund dafür. Das eine ist also die humanitäre Leistung. Wenn wir sagen, Dresden ist weltoffen, wir willkommen, sagen die Menschen willkommen, und auch das, wenn sie krank sind. Und auf der anderen Seite blockieren sie aus irgendeinem Grund eine ganz einfache humane Leistung mit der Losung, wir sind eine weltoffene Stadt. Das passt nicht zusammen. Und deswegen entschließen sie sich und stimmen sie den Antrag jetzt zu. So, meine Damen und Herren, ich habe noch eine Wortmeldung, die ich gerne als Schlusswort durchgehen lassen würde, Herr Musculus. Können wir das so machen? Dann als Schlusswort, Herr Musculus. Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, wir haben uns ausgetauscht. Sie haben Ihre Meinung hier dargelegt. Übrigens basierend auf einer falschen Rechtsauffassung. Zunächst, Frau Walter, möchte ich Ihnen persönlich noch mal gratulieren, dass Sie selbst Anfragen von Linken im Bundestag nachlesen und daraus zitieren hier. Das freut mich. Es freut mich schon immer. Deshalb möchte ich Sie in dem Sinne mal korrigieren, weil Sie nämlich falsch zitiert haben. Ich beziehe mich jetzt auf die gleiche Anfrage sowie auch eine weitere Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen, nachzulesen in Drucksache 18/2184. Und zwar wurde dort nachgefragt, wer eigentlich verantwortlich ist für die gesundheitliche Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und da lautet die Antwort der Bundesregierung jeweils,
bei den Linken und auch hier bei den Grünen, die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes einschließlich des Betriebes von Asylbewerberunterkünften sowie der Versorgung der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Gesundheitsleistungen liegt gemäß Artikel 83 des Grundgesetzes, in Klammern GG, in der Verantwortung der Länder und der Kommunen. Tja, was denn nun? Sie sind offensichtlich wieder falsch beraten gewesen, haben Ihre Fraktion, was ist in den letzten ein, zwei Wochen hier passiert in Ihrer Fraktion, nachdem Sie sich in den Ausschüssen noch enthalten haben und haben gesagt, naja, wenn es der Sache dient, kommen Sie jetzt offensichtlich zu einer falschen Schlussfolgerung, falsch rechtlich beraten offensichtlich auch, dass man angeblich das gar nicht in einem Stadtrat beschließen kann und empfehlen jetzt Ihren Fraktionskollegen, die sollen dagegen stimmen. Vor einer Woche waren Sie noch der Meinung, man könnte sich auch enthalten, wenn es der Sache dient. Ich möchte hier noch ein anderes Argument einbringen. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag, der Sächsische, nicht irgendein anderer, hat unter anderem darüber beraten, wie mit dieser Karte umzugehen ist und kam auf den tollen Einfall, es wäre doch günstig, als Hilfestellung für die Landkreise und die kreisfreien Städte, wenn es so eine Art Mustervereinbarung gäbe, dann diese könnten Sie dann benutzen in den jeweiligen Landkreisen und den kreisfreien Städten, um solche Verträge mit den Krankenkassen abzuschließen. Wie kommen Sie auf solche absurden Gedanken, dass also offensichtlich kreisfreie Städte und Landkreise derartige Verträge abschließen können? Sie haben genau vor ungefähr einer Viertelstunde hier das Gegenteil behauptet, dass das überhaupt nicht ginge. Doch es geht und diese Empfehlung gibt es und deshalb sollte auch die Stadt Dresden, wir hier im Stadtrat, uns so verhalten und diesen Prozess mit dieser Krankenversichertenkarte, der wie gesagt nur ein kleiner Schritt zum Abbau von bürokratischen Hürden ist, voranbringen. Vielen Dank. Schlusswort und damit gehen wir zur Abstimmung. Es liegt ein federführender Ausschussbericht vor. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja, 38, 28 Nein, keine Enthaltung, damit angenommen.